Grad Explosion, ja. Ja, wie lange willst du das noch machen? Und was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt noch irgendwelche Geister schwächen oder reicht das jetzt zu attackieren? Ja, Stacheln. Ich hab's verstanden. Großen. Warte mal. Kann ich sie vielleicht in dem Moment dann angreifen, wenn sie diese Rosen macht? Ja, Stacheln. Komm, mach mal wieder die Rosen, ich will was ausprobieren. Muss ich näher ran an sie? Oh Scheiße. Wo fange ich an? Ganz von vorne oder? Nee, in der Phase, okay. Tatsächlich anscheinend bei diesen Rosen. Aber sie dreht sich halt zu stark mit und dann stirbst du, okay? Dann stirbst du halt. Da muss ich jetzt erst noch rauskriegen, was ich hier tun muss. Das ist mir gerade noch nicht so klar. Oh, Rosen, ja. Rosen sind rot. Wenn du nie aufpasst, ist Ode gleich wieder tot. Oh ja, Stacheln. Ja, ich sterbe. Ich wollte nur gerade gucken, ob ich irgendwas übersehe. Ich glaube tatsächlich ja. Und zwar... Das übersehe ich. Ich muss anscheinend wirklich... Hey, ja klar. Muss ich... Stacheln. Okay, aufpassen! Warte. Warte. Ja, Stacheln. Ist doch okay. Muss ich die so echt erwischen? Scheint so, oder? Stacheln, ja.
Rosen. Ja, wieso kann ich denn so weit nicht rüber zielen? Warte. Hä? Wieso kann der denn... Stacheln an Bäumen. So, Ole, was ist jetzt dein Auftrag? Warum kannst du... Okay, warte. Vielleicht muss ich wirklich weiter rum. Oh ja. So. Noch irgendwas in unmittelbarer Nähe? Muss ich mich jetzt halt gut umgucken hier. Tamponrosen, ja. Habe ich gerade verstanden, dass du es gesagt hast. Oh Gott! Stacheln, ja moin. So. Jetzt schnell hin da. Schneller. Lass dir doch nicht so viel Zeit, Junge. Ich muss aber sagen, das Gegnerdesign ist super schön. Also auch von den Trollen und so. Super geil. Von ihr jetzt auch. Kann ich laufen? Nee. Oh nö. Ja, den Lichtstrahlen ausweichen. Okay. Macht Sinn. Alles gut. Ja, Moment mal. Wenn das passiert, wo soll ich hin? Das ist ja jetzt lustig. Hinter die Steine oder gibt's Bäume immer noch? Nee. Ja, Trebrutskis Lamm. Ja, oder ist es RNG, dass ich Glück haben muss? Ja, lol, ich wollte gerade weiterlaufen. Was mache ich, wenn die Welle, aber die Blutwelle kommt? So. So viel dazu. Das ist ja noch... Jetzt kommen diese blöden Rosen. Oh, genau reingelaufen, dachte ich ganz kurz. Ja. Nein! Hat die mich echt erwischt? Was ein Scheiß. Gut. Die ersten zwei Sachen kannst du ja so schon mal ausknipsen. So, dann musst du halt auf die olle Lichtstrahlen aufpassen. So, nächste, weiterlaufen. Bloß, wie gesagt, wenn die Blutwelle kommt, da weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Rosen kannst du auch ausweichen. Musst halt aufpassen.
ich laufe jetzt nochmal in die Richtung, weil... wegen dem Ding da. Scheiß Rosen. So. Okidoki. Och, nicht noch eine Endbossphase. Come on. Nicht in so einem schönen Spiel. Renn doch. Junge, sprinte. Renn, was das Zeug hält. Vielleicht kann man entscheiden, ob man sie tötet oder nicht. Ich töte. Oder ich versuch's zumindest. Ich hätte auch zögern können. Was passiert, wenn ich zögere? Okay, dann tötet sie mich. Muss ich die Endbossphase jetzt nochmal machen? Nee, okay. Ich wollte nur wissen, ob ich sie auch am Leben lassen kann. Warte mal, da wir ja anscheinend hier anfangen. Kann ich das hier auch schon entscheiden? Vielleicht kann man sie ja wirklich am Leben lassen. Kann ich zögern? Ich kann zögern. Okay, doch nicht. Okay. Ich lasse mich einmal töten, ich lasse mich zweimal töten. Nochmal machst du das jetzt nicht mit mir. Jetzt ist vorbei, Fräulein. So nicht. So nicht. Auch wenn du einen echt schönen Hintern hast, so nicht. Und schöne Augen. Aber so nicht. Oh, Junge. Das blutgetränkte Kind. Ich kenne kein Limit. Wahrscheinlich kann man es schon längst gut sein lassen, aber egal. Gut, ich lasse es jetzt mal gut sein. Mal gucken, was passiert. Wehe. Okay. Gemetzelt, ey. Interessant. Wir sind jetzt auf jeden Fall blutübersät. Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Das frage ich mich auch, was ich getan habe. Ich habe versucht, sie nicht zu töten. Aber anscheinend wollte sie es ja nicht anders. Nun. Wir haben auf jeden Fall der Natur und dem Wald geschadet, wie es aussieht. Überall Brand und Kokel. Boah, das ist schon hart. Junge, Junge, Junge. Ich wünschte, ich würde es verstehen, was sie da singt. Du
Alter. Alter. Rest in peace, Pferd. Ole wollte nur seine Schwester zurückholen. Und das hat Ole dafür bekommen. Was ist die Moral von der Geschichte? Ist mir auch noch nicht so ganz klar. Alter. Macht tatsächlich was mit mir irgendwie. Ich finde das auch jetzt wieder beklemmt, aber anders beklemmt halt. Ja, wir haben zwar den Leuchtestein, aber ist das ein Trost? Nicht wirklich. Gibt's hier noch was zu entdecken? Na komm, wir laufen. Auch jetzt. Kann ich hier irgendwie abzweigen oder so? Nee. Ich glaube, ich muss wirklich strikt da geradeaus zum Schild. Willkommen. Ich weiß leider nicht, wie man Nilschuld genau ausspricht. Alter. Erstmal dahin. Okay. Verschwommen, deshalb können wir vielleicht auch nichts sehen. Weil es uns halt echt nicht gut geht. Gibt's hier sonst noch was? Eher nicht, ne? Müssen wir direkt damit interagieren? Ist das ein Messer hier hinten, was sie sich selber reingerammt hat? Auf jeden Fall eine Kurve. Ah, okay. Okay, okay, ah, okay. Ja. Hä, wie soll ich das denn drücken? Hallo? Warte nochmal. Wie soll ich das denn drücken? Yo. Okay. Da musste ich ja gerade voll die komische Affenklaue machen. Ich meine, passt zu meinem Namen, ne? Pranke. Schlüssel. Ja.